Gut, dann gucken wir weiter, wie wir hier hinkommen. In diese Stadt. Das ist jetzt nächstes Projekt noch. Und das wird ja unsere durchgehende Linie von da hier hin dort bis da sein. Also immer von hier unten der Ecke bis in die Ecke da oben. Dann werden wir noch eine durchgehende, das wird mal eine ICE-Strecke, denke ich. Werden wir eine Strecke dann hier hüben machen. Das hier über das hier ran. Die sind davon verbunden. Und hier werden wir dann abzweigen, jetzt da lang und dort rein. Und vielleicht gehen wir irgendwann, ja, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall bauen wir jetzt das hier noch ein Stück weiter. Und dann können wir hinten auch schließen wir die Güter zum ersten Mal. Hier haben wir dann nur Holz. Aber es liegt alles so ein bisschen ungünstig eigentlich. Lehm könnte man hier einsammeln, Holz. Das könnte man alles einsammeln und dahinter schaffen. Da hinten ist ja auch noch eine Stadt so ganz versteckt. Ach du Scheiße. Ja, das kann doch vergessen. Die schließe ich nicht mit Zug an. Die, da fahre ich mein Auto hin. Oder da lässt ich Busse hinfahren. Das geht so, ne? Das geht so nicht. Schön wieder die. Ich finde das toll. Hier können wir es auch hin transportieren. Man könnte ja die Öl. Oh, das ist alles so schwer. Das Zeug liegt alles so ein bisschen ungünstig, finde ich. Wir können zweimal Lehm einsammeln, um hier hochzuschaffen. Und zweimal Kohle hier hochschaffen. So. Da hatten wir auch noch dieses Holz, was wir einsammeln wollten. Ich will eigentlich irgendwann mal jedes anschließen, zumindest. Wir bauen jetzt erstmal die Strecke. Warte, da müssen wir erst müssen wir gucken, wo wir oben ankommen. Und wie viel Gleise wir brauchen. Eins reicht aus, oder? Obwohl, warte, hier rüber will ich auch noch irgendwann mal. Nee, da machen wir. Ah. Wo ist es denn? Ich würde mal sagen, 2 reicht. Aber das machen wir eher hier hin. Ja. Genauso machen wir das. So. Ach du Kacke. Das Holzding will ich irgendwann mal mitnehmen, also bauen wir hier klar noch so ein Teil hin. Ach, das sieht schon wieder alles blöde hier, ey. Die Straße gefällt mir überhaupt nicht. Wartet mal, das machen wir alles anders. Die Straße geht ab sofort hier so rüber. Und hier ran. Und dann geht die Straße hier so. Und dann kommt hier dieser Bahnhof. So, und dann wird das Gleis hier durchführen. Hier machen wir das gleiche Outliner, bevor irgendwas kommt. Zack. Den hier ran. Ja, geht bloß so. Sehen, ob uns das baut. Ja, baut er. Sehen, ob uns das jetzt baut.
baut er uns auch. Ich habe jetzt gerade kurz überlegt, wie wir das mit dem dritten Gleis machen. Aber das mit dem dritten Gleis war. Was denn jetzt? Warum macht denn der das hier nicht zusammen? So. Wir hatten dieses Gleis hier bis hier. Wir waren dreigleisig bis hierher gehen und hier wollen wir dann einschwenken. Passt auf. Warte, gleich sehen, wie ich es meine. So. Und so. Machen wir noch ein bisschen schnell, damit ein bisschen Geld reinkommt, während wir ausgeben. So. Eieiei. Das ist ein Anbau hier. Ich weiß gar nicht, ob da die Lokomotiven noch ausreichen, die wir da gerade benutzen. So, dann bauen wir gleich noch ein paar Signalchen auf. So. Hier haben wir irgendwann mal bestimmt noch irgendwo Gleiswechsel reinmachen müssen. Kann ich jetzt noch nicht sagen, wo. Weil da muss ich erst wissen, wie ich diese Güterlinien anschließen werde. So, der möchte ins Depot, habe ich gehört. Hat es geöffnet? Ja. Ins Depot schicken. Fettzeitierisch? Nee, andere Richtung. Vor allem anderes Gleis. Was hast du denn hier hingesetzt? Hier ist richtig gemacht. So, setzen wir hier noch eins hin. Zack und zack. Und hier vor dem Bahnhof nochmal eins. Und dann setzen wir hier noch eins hin, weil das ja dann mal durchgeht sein wird. So, jetzt muss ich noch was anderes gucken. Wo ist denn hier unser Betriebshof? Dort. Und zwar, wie es aussieht mit Zugkaufen. Was fahren wir zurzeit auf der 1? Ne? Nur diese alten Schabracken, ne? Wie alt seid ihr alle? 21, 15. 19. Die sind alle unterschiedlich alt. Was habe ich hier gemacht? 13. Ja, wir werden irgendwann jetzt durch neuere ersetzen müssen. Ich kaufe jetzt nur noch die und 1, 2, 3, 4, 5, 6er. Passen mehr rein in den, ne? Ja. Das Ding werden wir jetzt lohnen. Und dann. Dann müssen wir jetzt die Linie ändern. Da setzen wir kurz auf Stopp. Und dann entfernen wir das mal kurz. Und dann tun wir hier Haltestelle hinzufügen. Den hier hinten. Danach kommt der. Und dann du und dann bist du wieder vorne. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo die Züge gerade alles sind. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Was sind noch vier? Wo ist denn der vierte? Ach, hinten. 1, 2, 3, 4. Das ist jetzt sinnlos, wenn ich jetzt noch einen reinschicken würde, ne?
Was haben wir? Lassen wir langsam weiterlaufen erstmal und tun uns hinten ganz schön drum kümmern, eine Buslinie noch zu machen. Du, was muss verbunden werden hier? Das gibt's doch nicht. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. So. Wir fangen wir an mit Bauen hier. Das ist schön. Das ist wunderschön. So, dann gehen wir hier rum. So ist. Oder nehmen wir von so, ja. So, netze. Kopieren mit dem und dann neue Linie geht jetzt von hier dort dort. Sehen, ob ich jetzt noch richtig in Erinnerung hatte, wie ich bauen wollte. So, so, so. Dann hier hoch, jetzt den, den, den und hier zurück. Sind wir hier. Hier wieder zurück. Ja. Noch sieht's frisch aus. Ja, wow, richtig. Und dann machen wir hier Busbahnhof. Das da. Nein, ist kein Busbahnhof, ist ja. Und den setzen wir hinten hin. Da, wo es noch keinen stört. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sollte reichen. Linie zuweisen auf die 8. Mal sehen, was der für einen Takt hat. 141 Sekunden. Geht. In der Einsatz ist ein 10-Minuten-Takt zur Zeit. Dann tun wir aber gleich noch richtig verdichten. Okay, wir gucken jetzt erstmal schnell, wo die Züge sind. Es fährt immer noch einer herunter zu. Das ist doof. Das ist sehr doof. Weil da wird er wahrscheinlich oben oder da oben lang fahren. Hier ist auch noch Kohle und da ist auch noch Lehm. Wo transportiere ich denn das Holz hin mal? Ich finde kein Sägewerk, was in der Nähe ist. Ja, das ist. Hier ist ein Sägewerk. Werde ich das von da oben, werde ich mit hier runterfahren müssen. Oh, das ist die einzige Möglichkeit. Und da nehmen wir das dritte Gleis. Ich bin jetzt aber doof, ne? Ja, ich bin doof. Guck mal, E-Zug ist ja schon da oben. Es läuft. Scheiße, das dritte Gleis bräuchte ich bis hierher. Was überschneidet sich das mit dem? Ah, das. Ich hätte ein drittes Gleis durchgehend machen müssen, dann müssen wir hier nochmal umbauen. Dann tun wir das von dem Sägewerk und dem hier hin schaffen. Das ist das erste, was wir machen jetzt. Und dann schaffen wir von der Lehmgrube und der schaffen wir dort noch. Und von der Kohlegrube und der hier schaffen wir es dort noch. Genauso machen wir das. Und dann wird das Öl von dort wird hierhin transportiert, damit es hierhin geht. Und das, was hier rauskommt, geht dorthin. Oder hinüber. Wahrscheinlich hier rüber. Wenn der hier ungefähr ist, werde ich dir den nächsten losschicken. Außer. Ne, pass auf, wir machen was ganz Besonderes. Ich will jetzt eigentlich schwachsinnig wieder noch einen Zug losschicken. Na gut, komm vorhin nachher. Der wird den eh einholen.
Den hier schicken wir uns auch los, ob wir es öfters machen. Das, bei dem machen wir es anders. Den schnappe ich mir jetzt gleich. Und den lasse ich jetzt anhalten. Wenden und weiterfahren. Der fährt zurück. Weil hier auf der 1 stehen 40 Mann. Wie nimmt denn der jetzt mit hier? Ja. So, dann kommt der jetzt nämlich nochmal an hier und fährt eine leer. Dann macht gleich seine erste Fuhre hier komplett. Wann ist denn der gewechselt? Ach, da gab es den Wechsel gleich. So, das ist schön. Weil du kannst nämlich du sogar 48 mal mitnehmen. Ja, genau. Nimmst du fast komplett die komplette Bandbreite haben wir jetzt so. Super. Was willst du mehr? Ein voller Zug. Wie sieht's denn hier oben aus? Wir erst benutzen unser öffentliches Verkehrsmittel. Sehr gut.